Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 19 Trainerkarriere mit dem FC Sevilla. Ja, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben im i verlinkt. Und da haben wir das, den Pokal, haben wir den gewonnen? Ich weiß es nicht, ich glaube wir haben den Pokal gewonnen von diesem Vorbereitungsturnier, ja. Heute geht es um einen weiteren Pokal, ja, heute geht es um den Supercoppa, der geht über die ganze Folge, ja, das ist der Supercoppa, das ist zwar ein Finale, aber das Finale besteht aus zwei Spielen tatsächlich und das heißt, wir spielen diese heutige Folge zweimal gegen Barcelona, das kann man auf jeden Fall mal machen, muss man aber nicht, ja. Zweimal gegen Barcelona, ich bin gespannt. Je nachdem, ich glaube, das ist dann auch mit hin, mit Heim- und Auswärtszogen und so. Ich kenne mich da leider nicht so aus mit der La Liga, beziehungsweise mit dem Supercoppa oder so. Aber wahrscheinlich einfach auch mit Auswärtstoren dann. Ich bin gespannt, wir spielen jetzt nämlich auswärts dann direkt mal. Ich verlinke euch auch einfach mal die Playlist hier rechts zu meinem E, falls ihr die allererste Folge nicht gesehen habt oder könnt ihr einfach alles abchecken. Besser. Ja, wir starten einfach rein, labern nicht mehr lange rum. Ihr müsst mir aber unbedingt auf Instagram folgen, ja. Ich habe das auch schon in der Torwartkarriere-Folge gesagt. Ich weiß nicht, ob die erst nach dieser Folge hier rauskommt oder ob die schon rausgekommen ist. Aber ihr müsst mir unbedingt auf Instagram folgen, denn ich habe jetzt ein Praktikum am Laufen und bin da immer in der Früh, beziehungsweise vor allem in der Mittagspause, dann draußen und poste einfach was in der Instagram-Story. Ja, ich habe da erzählt, wie es mit dem Vodafone-Mitarbeiter gelaufen ist. Ich habe da erzählt, was für ein Praktikum ich mache. Ich habe erzählt, dass ich überhaupt ein Praktikum mache. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wussten das auf jeden Fall schon länger her. Ja, also unbedingt folgen. Das ist halt einfach so hinter den Kulissen oder so. Ihr kriegt was von mir privat mit, ihr kriegt was hinter den Kulissen mit. Und das ist, denke ich, ganz cool. Wer mir nicht folgt auf Instagram, der sollte das auf jeden Fall tun. Denn, wie gesagt, mich würde es einfach mega freuen, wenn auch mehr einfach bei der Story dann zuschauen, die ich dann, ja, fast täglich mache. Nicht unbedingt täglich, aber fast täglich. ja. Keine Ahnung, wann die Folge jetzt hier rauskommt. Vielleicht ist heute auch schon wieder was in der Story gekommen. Je nachdem, ob ich arbeiten war oder nicht. Ja, würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Die Fans gehen mega ab. Hier ist leider nicht das Original-Overlay. Aber wir starten auf jeden Fall rein in diese Trainerkarriere hier mit Sevilla. In den Supercoppa. Das wird echt eine harte Nummer gegen Barcelona, aber ich hoffe, das kriegen wir hin. Und ja, wie gesagt, nur zwei Spiele jetzt pro Folge, nicht wie in letzter Folge. Letzte Folge habe ich ja drei gemacht. Nur aus dem Grund, dass ich das Turnier da zu Ende bringen wollte. Also zwei Spiele pro Folge. Wir rattern das jetzt durch, hoffentlich gut. Und da ist die Latte und nicht das Tor. Lionel Messi vergibt die 100%ige. Die Latte, okay. Und der ist natürlich aus der Luft nicht einfach zu nehmen. Aber es ist Messi. Und außerdem hätte er so klug sein können und den einfach annehmen können. Mal auf den Boden wieder zurückbringen. Hammer Chance. Zum Glück ist er nicht drin. Jawohl! Unverdient. Bis zum geht nicht mehr. Aber es ist nun mal so. 1:0 für uns. Muss man halt offen und ehrlich zugeben, es ist unverdient. Barcelona hatte bisher 9 Chancen oder so. Mein Torwart hat ein paar gehalten, ein paar ging drüber, daneben. Der allererste Angriff von uns, der allererste Ballkontakt so gefühlt für meine Spieler. Und der allererste Schuss, er ist drin. 1:0, sauber. 2:0. Umgehauen wurde ich auch noch. Es ist, wie gesagt, nicht verdient. Zweite Chance für uns. Zweites Tor. Ich habe nichts dagegen. Ich bin ein bisschen erstaunt darüber. Das ist so, weiß ich nicht. Es ist einfach nicht verdient. Das ist auch vielleicht nicht so realistisch, dass Sevilla mit 2 Schüssen 2 Tore macht. Barcelona mit 9 gar keinen. Wobei es ja nicht unrealistisch ist. Sevilla hat ja auch gegen Real Madrid gewonnen.
Wer weiß, vielleicht gewinnen sie in echt auch gegen Barcelona. Mal gucken, wie es ja auch noch weitergeht. Ne? Das ist natürlich nur der Anfang. Wenn Barcelona so weitermacht wie bisher, da können auf jeden Fall noch ein paar reingehen. Ja. Okay. Was ist das? What the fuck ist mit FIFA los? Weißt du, wenn Messi oder Vidal oder so in meinem 5-Meter-Raum stehen, jetzt ist die Kamera ausgegangen, wenn die in meinem 5-Meter-Raum stehen, nach einer Ecke oder so, und der Torwart hält ihn, und dann kommt einfach mal Messi aus 17, 18 Metern und ballert ihn einfach rein. Gut, 1-2. Ich habe ja damit gerechnet, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Muss ja eigentlich, hallo, das ist Barcelona, die haben bisher richtig krass gespielt. Nur jetzt hier irgendwie 2 Tore gekassiert von uns. Naja, gelbe Karte für Umtiti. Foul hier an Banega. War ich fast durch. Komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Mit welchem laufe ich an? Mit dem laufe ich an und dann passen wir dem. Es funktioniert. Es funktioniert, Leute. So macht man Freistöße. 3-1. Ich wollte das mal probieren. Also ich kam da nie dazu. Ich habe gestern ein bisschen Ultimate Team gespielt. Und bin wieder ordentlich am Gewinnen gewesen. Wieder vor allem. Ich voll oft verloren in dem Teil jetzt. Aber ich glaube, ich habe mich so ein bisschen eingegroovt jetzt in FIFA 19. Ich habe auf jeden Fall gestern ein paar Mal gewonnen. Und habe auch da den höchsten Rang bei den Divisions erhalten. Bei der nächsten Vergabe der Belohnung für die Divisions habe ich auf jeden Fall dann 52.000 Coins nochmal. Das ist auf jeden Fall geil. Komm, der Torwart ist nicht da! Aber er ist dann doch irgendwo her rausgesprungen. Ja, aber das mit den Freistößen, das wollte ich für Ultimate Team unbedingt probieren. Hab's aber bisher nie geschafft, weil ich halt nie einen Freistoß bekommen habe. Zumindest nicht aus der Nähe. Jetzt konnte ich es probieren, das hat geklappt, super Sache. Halbzeit. Barcelona muss jetzt gucken. Wir machen ihnen das Leben schwer. 3-1. 6 Schüsse haben die auch, 2 aufs Tor bloß. Ja, also eigentlich kam es mir so vor, als wären sie schon echt gut gewesen. Ich habe auf defensiv gestellt, kam immer mal wieder durch. Glückliche Tore, muss ich sagen. Ich wurde natürlich immer besser dann nach den Toren, aber die ersten 2 waren schon glücklich. Das Freistoßtor war auch kein krasses Tor jetzt, so dass man sagt, oha. Aber man muss natürlich sagen, ich hatte 2 Chancen, dass ich die gemacht habe. Muss man da auch erstmal hinkriegen. In Ultimate Team hatte ich das schon oft, dass ich irgendwelche krassen Chancen einfach vergeben habe. Passiert. 2-3. Messi macht's, wer sonst? Ah, fuck it. Ah, der Pass war gut, dann habe ich den Torwart geholt. Ich hätte den erst ein bisschen später holen sollen. 2-3. 3 Auswärtstore zwar immer noch. Und wir führen ja immer noch gegen Barcelona. Aber es wird immer enger. Mann, was mach ich? Mann! Nicht dein Ernst! Mann, Mike! Ich war da so in der Mitte, ne? Warum passe ich aus der Mitte wieder raus? Mann, ey, der war so langsam, da dachte ich mir, hey, ich muss da irgendwas anders jetzt machen. Hab den da oben gesehen und hab da hingespielt. Boah, wäre ich einfach schießen müssen, ey, das gibt's doch nicht. Komm, weg mit dem Scheißball, Suarez. Immer noch dran, jawohl, jetzt haben wir ihn. Junge, wie er ihn abgeräumt hat. Kennt er nix. So, das könnte die letzte Chance im ganzen Spiel werden und die vielleicht nochmal für uns. Oh, das war natürlich nicht so praktisch. Oh, fuck it. Jetzt könnte das die letzte Chance im Spiel werden für Barcelona. Ne, wird's nicht mehr. Das war's.
Wir haben gewonnen, zumindest das Hinspiel. Wenn Auswärtstore zählen, haben wir 3 Auswärtstore. Das ist ja ziemlich gut schon mal, ja. Gewonnen gegen Barcelona hier im Supercopa im Hinspiel. Auswärts, das ist mega gut. Da kann man nichts sagen, kann man nicht meckern. Wir haben auf jeden Fall nicht schlecht gespielt, auch wenn die Tore nicht so geil waren. Die waren halt ein bisschen glücklich, muss man zugeben. Aber die muss man, wie gesagt, erstmal machen. Macht vielleicht nicht unbedingt jeder. So, dann motivieren wir Sevilla nochmal hier für das Rückspiel. Theoretisch könnten wir es bei einem 0:0 lassen, beziehungsweise wenn wir 1:0 verlieren, haben wir immer noch gewonnen. 1:0 verlieren, dann steht es 3:3 und da wir 3 Auswärtstore haben, hätten wir immer noch gewonnen. Also Leute, läuft auf jeden Fall. Nicht höher als 1:0 verlieren, dann passt die Sache. Sevilla hat hier eine wunderbare Wand aufgestellt. Sehr, sehr geil. Okay, wie gesagt, Rückspiel. Das gleiche nochmal gegen Barcelona. Wir müssen es einfach nur halten. Theoretisch, das ist wie so eine, wie so ein doppeltes Spiel eigentlich. So eine Verlängerung quasi jetzt hinten dran. Weil das ist für mich komplett gleich. Außer, dass wir halt jetzt heimspielen. Aufstellung ist gleich geblieben. Spieler sind gleich geblieben. Alles ist gleich geblieben. Oh! Uiuiui, das war nur abgefälscht. Nur ganz, ganz knapp abgefälscht von Alba hier. Oh Gott. Die Katalanen wissen natürlich jetzt, dass sie nicht lange warten sollen. Der war drin. Der war drin, der war über der Linie. 1:0, wir gehen in Führung. Alter, gehen die Fans schon wieder ab. Fans von Sevilla sind mega Hammer. Roberto auf der Linie, streckt noch die Arme nach oben, mit der Brust nach vorne. Hätte einfach wegköpfen können. So, hier, das 1:0 für uns. Ich wollte gerade noch sagen, die Katalanen wissen ja, dass sie sich richtig anstrengen müssen. Jetzt müssen sie 3 Tore erzielen. Wenn sie 2 erzielen, dann steht es 4:4. Wir haben immer noch mehr Auswärtstore. Heißt, sie bräuchten 3 Tore für den Sieg. Okay. Nolito. 2:0. Der Doppelschlag. 2 Minuten später, 2 oder 3 Minuten später, Nolito. Hier habe ich ihn ausgetrickst und dann einfach flach in die rechte Ecke. Kann man mal machen. Barcelona am Schwächeln. Auf jeden Fall spielen sie nicht so krass wie in dem Hinspiel. Okay, heißt, wenn sie jetzt 3 Tore machen, wäre es ein Unentschieden. 4 bräuchten sie, um zu gewinnen. Ja, Fehler von uns. Anschlusstreffer Barcelona. 2:1. Wie gesagt, 3 Tore, dann wäre es die Verlängerung. 4 Tore, der Sieg, heißt noch 2 Tore Verlängerung. 3 Tore, der Sieg für sie. Blöder Fehler. Wir haben hier vorgepasst. Er hat ihn nicht richtig mitgenommen. Er hat ihn in die Haxen bekommen. Und da ich mich nicht schnell genug drehen konnte, leider der Gegentreffer. Oh mein Gott! Nolito! Guckt euch das an! Boah, war das knapp! Der war ja nicht mal drüber, der war nur knapp daneben. Ich dachte, er hat ihn drüber gehauen. Leute, Barcelona jetzt deutlich stärker. Wir haben so gefühlt gar nichts mehr zu melden. Hatten jetzt eine Chance, die zum Eckball geführt hat. Und dann zu diesem sau knappen Fallrückzieher. Klar, Barcelona liegt schon wieder hinten. Schon wieder gegen Sevilla. Schon wieder gegen uns hier, ja. Also das ist natürlich, kommt nicht so gut an. Deswegen wollen sie ja auf jeden Fall reinpowern. Aber sie haben halt schlecht angefangen. Deswegen liegen sie auch zurück. Hätten sie von Anfang an so gespielt, stellen sie wahrscheinlich 2:0 für sie. Vielleicht steht es jetzt gleich 2:2. Nee. Wir können ihn immer mal wieder zur Ecke klären, aber die Ecken von denen sind nicht so geil. Durch eine Ecke haben wir auch gerade gekontert und auch eine Ecke bekommen.
Nur, dass ihr da mal Bescheid wisst. Torwart hat ihn. So, das war's mit der ersten Halbzeit. Die Kamera hält hoffentlich noch durch. Wir haben den letzten Balken hier. Der letzte Balken blinkt gerade schon auf. Heißt, wir haben nicht mehr so viel Akku. Wir sind natürlich wieder auf defensiv gestellt, nur dass ihr Bescheid wisst. Weiter geht's, zweite Halbzeit, 2-1. Wir dürfen nicht, dürfen halt nur eins jetzt noch kassieren oder wir müssen halt noch nachlegen. Weil ich hätte auch auf Verlängerung irgendwie keinen Bock. So, die letzten 4 Minuten des Spiels sind angebrochen. Die werde ich jetzt noch ein bisschen erzählen, denn ich habe es geschafft, Barcelona zu überwinden. Ja, wir haben hier wahrscheinlich den Pokal gewonnen gegen den FC Barcelona. Denn sie kommen gar nicht mehr voran. Ja, also wir zwar auch nicht so krass, aber ich halte sie auf jeden Fall mega davon ab, nach vorne zu kommen. Auch durch solche Aktionen wie gerade eben oder einfach durch Blockieren von Passwegen oder so. Aber ich mache das auf jeden Fall ganz okay, ganz passabel. Wenn sie jetzt noch ein Tor machen würden, guck mal, er ist hier richtig frei. Da steht 2-2, insgesamt 5-4. Wir hätten immer noch gewonnen, ohne Bedenken, ohne Probleme. Aber dazu wird es erst gar nicht kommen. Und wir ballern ihn einfach vor und können jubeln. Wir schaffen es, gegen Barcelona zu gewinnen und das gleich zweimal, damit wir insgesamt mit 5-3 rausgehen und den Pokal nach Sevilla stellen. Yes! Ole! Der zweite Pokal, Leute. Vorbereitungsturnier Supercopa. Und der Supercopa war natürlich schwieriger. Hier gegen Barcelona. Keine einfache Aufgabe. Ja, Leute. Es war halt wirklich anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Barcelona halt einfach gut spielt. Die spielen auch hier in FIFA Tiki-Taka und hin und her. Und klar, nicht 100% realistisch, dass ich so einfach gegen die gewinnen kann. So einfach war es nicht. Für euch ist es wahrscheinlich, sieht es wahrscheinlich einfacher aus, als es tatsächlich war. Weil ich ja nicht alles gezeigt habe. Ich schneide ja. Aber ja, ein bisschen zu einfach war es vielleicht schon. Also es war schon, man musste schon gut verteidigen. Sonst hätten die mir hier noch ein, zwei mehr reingeballert. Aber es war auf jeden Fall in Ordnung. Geht in Ordnung. Wir hatten ungefähr gleich viele Chancen. Haben einen mehr gemacht dieses Mal. Letztes Mal hatten wir zwei Chancen mehr gehabt. Haben auch dementsprechend da ein Tor mehr gemacht. Haben für 150.000 hier bekommen. Eigentlich nicht so krass für so ein Turnier, wenn wir hier gegen Barcelona gewonnen haben. Gut, nächste Folge starten wir dann in die La Liga Santander. Und ich würde sagen, lasst euch total, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin. Und ciao, ciao. Folgt mir auf Instagram.